Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Star Trek, zu Stellaris Star Trek. Und heute ist, glaube ich, der heißeste Tag, also meines Lebens. Die brutale Hitze, Leute, brutale Hitze, ey. Ich sag's euch, es ist richtig abartig. Und ja, ich sehe gerade, er hier macht nichts, geht gar nicht. Oh, du, erkunden, Epsilon Indy. Okay. Warum erkundet er nicht Epsilon Indy? Initiating communications. Sehen wir gleich. Wahrscheinlich ist er irgendwie geblockt. Aus irgendeinem Grund. So. Ein Forschungsabkommen mit den Bolianern. Ja. Schon gut, aber wir brauchen halt Einfluss, Leute. Wir brauchen Einfluss. Dann wisst ihr. Ja, klar, aber. Ne, wir brauchen Einfluss. Und hört zu. Ja, die James Cook, die ist gelöscht. Ereignis. Gesperrt. Ja, okay, alles klar. Ereignis. Gesperrt. Okay, gut. Unsere anderen Schiffe hier, die sind alle in Ordnung. Die Transportflotte hier bei der Sol ist auch okay. Und wir haben ein fettes Einkommen, sehe ich. Also wir haben ein fettes Einkommen. Wir brauchen gar nicht so viel Einkommen. Und dann machen wir mal. Machen wir mal die Geschichte hier weg. Ah. So, das können wir auch ändern. Ah, Leute, sieht ganz gut aus, oder? Latinum haben wir viel, da können wir halt auch verkaufen, gell? Genau, und halt hier. Hier von diesen beiden Gütern. Vom Dilithium haben wir auch noch genug, das ist gut. Und vom Deuterium haben wir auch genug. Ja, das passt alles. Das ist gut. Okay, so, Leute, hört zu. Die telleritische Technokratie kann Demilitarisierung gegen uns sparen, ist in Ordnung. Und Kadett Zoll. Kadett Zoll kann rekrutiert werden. Auch nicht schlecht. So, genau. Wir haben jetzt hier unsere Flotten, die wir upgraden werden. Ja. Construction complete. Wir gehen gleich mal hier hoch und gucken mal, wie sich das entwickeln wird. Wir brauchen schneller und mehr Legierungen, Leute. Und Luna, wir sollten eigentlich immer einen Distrikt am Bau haben. So sehe ich das hier schon. Ja, wir sollten immer einen Distrikt am Bau haben. Das wäre wichtig. Und was produzieren wir? Wir produzieren hier tatsächlich viele Mineralien. Da machen wir einen Industriedistrikt. In Ordnung. Auf der Marskolonie, da ist halt auch schlecht, gell? Da haben wir aber immerhin diese Blutfabrik. Die pharmazeutische Fabrik, die auch bearbeitet wird. Ganz gut. Ganz cool. Wir haben keinen Künstler. Ja, eigentlich. Aber einen Handwerker werden wir noch irgendwann kriegen. Und dann geht's ab. Geht's ab. Kriegen wir nämlich wieder viel mehr Verbrauchsmaterial. Ich finde halt nur irgendwie, wenn man hier sieht, ja, schaut euch das an. Produziert Verbrauchsmaterial, Unterhalt Verbrauchsmaterial. Ich finde irgendwie immer doof. Weiß nicht, habe dafür noch nie viel gehalten, wenn das so ist oder wäre, aber dann ist halt so. Okay, was machen wir hier? Ich würde ja gerne ein bisschen auf Forschung gehen, Leute. Dass wir sagen, hier werden wir forschen. Ein Bildungsdistrikt, komm, mach mal hin. Machen wir ein Bildungsdistrikt und hier bauen wir auch eine Bildungs... Pergium-Kraftwerk. Oh. Da können wir tatsächlich ein Pergium-Kraftwerk machen. Kostet uns aber Pergium. Kriegen wir Pergium? Wir haben kein Pergium und wir kriegen kein Pergium. Okay, cool. Aber könnten wir zumindest machen dann. Alles klar. Der Proteinsequenzierer, der macht mir irgendwie Akku. Das ist richtig hardcore. Der gibt uns ein Lebensmittel für 10 Geld. Haha! Ah, scheiße. Den kann man wahrscheinlich entsprechend upgraden. Dann muss ja für irgendwas gut sein, Leute. Muss ja. Ja. Mag ich mich aber Verwaltungszentrum hinmachen? Ne, wir machen schon was zum Forschen hin. Gucken wir mal hier oben. Nutze ich nicht so häufig. Aber gut. Hier die regionale Akademie bauen wir hier hin. Können eigentlich regionale Akademien können wir viel mehr bauen. Ja, ein Grenzkrankenhaus, ja klar. Dann wachsen die Leute schneller, Leute. Ja, ein Grenzkrankenhaus, klar. Auf Alpha Centauri der jungen Kolonie machen wir auch ein Grenzkrankenhaus hin. Naja, überall, dass schneller gewachsen wird. Weil nur Glückliche sind halt glücklich und können schnell sich vermehren. Wenn ihr versteht, was ich meine. So.
So. Und auf Sirius Prime. Okay, das ist ein Grenzkrankenhaus. Alles klar, Leute. Okay, gut. Geht ab, geht ab. Hätten wir eigentlich viel früher auch schon machen müssen. Aber ist egal. Das ist unsere erste Runde hier mit Star Trek. Und bis jetzt ist es richtig geil. Und ich freue mich auf die ganzen Story-Geschichten. Das wird echt böse. Sag ich euch. Ja, und vor allem, wenn halt Voyager kommt, mein absoluter Liebling. Und der Witz ist, ich habe Voyager nie gesehen. Richtig. Und ich möchte es nachholen. Ich möchte mir auch irgendwie mal diese Blu-ray besorgen. Oder die DVD-Collection davon. Ja, oder ich abonniere einfach Paramount. Da müsste auch dabei sein. Nicht Paramount abonniert hätte. Na gut. Also, wir können jetzt Handelsembargo gegen die Trill machen. Oder Demilitarisierung gegen die Trill möchten wir gar nicht. So, wie heißt die Babel One-Konferenz? Genau, da schicken wir aber, soweit ich weiß, haben wir da schon jemanden hingeschickt. Und zwar keinen geringeren als Mr. Archer. Ja, nämlich. Ja, das bin ich mir nicht ganz sicher. Ships upgraded. Ob wir Altair fertig erforschen können. Weil hier kommen halt Denobulaner und die Denobulaner. Gut, die sind halt echt winzig. Ja, aber die haben hier schon. Die haben schon ihr beknacktes Schiffchen dabei. Ja. Also würde ich sagen, dass wir hier den gucken müssen. Und er fliegt schon mal rüber. Ja, ja, genau. Er fliegt schon rüber und da ist unser anderes Schiff. Ich glaube, wir haben noch eins im Bau, kann das sein? Moment, weil es halt einfach mega Sinn macht, noch ein Schiff zu haben. Wir haben kein Konstruktionsschiff im Bau. Ja? Nicht. Vielleicht ein Kreuzer der Intrepid-Klasse. Ach, Leute. Wo ist unser Schiff? Wo ist unser drittes Bauschiff? So, diese Musik hier, ja, das Lied, das macht mich fertig. Weil es halt so gut ist, ey. Hier, die Danube, wo bist du? Ah, wir haben es aber uns geholt. Danube gehört zu uns. Also Deneb Kaitos gehört zu uns. Tatsächlich, ja, voll gut, Mann. Oder voll gut. Ja. Hör zu. Ja, okay. Machen wir doch mal eins zumindest. So, das Herz eines Captains. Captain Batru Masaku hat sich dem Außenteam angeschlossen, das das Parklet-Schiff repariert. Genau. Die Parklet. Während er an Bord ist, entdeckt er, dass die Schiffsdatenbanken umfangreiche wissenschaftliche Daten über diese Region des Weltraums enthalten. Angesichts der unterschiedlichen Codierungsformate, einschließlich mindestens eines klassifizierten Vereinigte Erde-Protokolls, werden die Daten wahrscheinlich von mehreren Arten gestohlen. Der Kapitän überlegt, ob er die Packlet wegen der Daten konfrontieren oder die Reparaturen aufgeben soll. Na, beamen Sie den Kapitän zurück, oder? Konfrontieren Sie die Packlet. Das Ereignis, das Herz des Captains tritt ein. Na ja, klar, das Herz des Captains. Hallo, darum geht's uns, um die Geschichte. Captain Batru Masaku beschuldigt den Packlet-Captain, Daten von Vereinigte Erde gestohlen zu haben. Der Außerirdische lacht, als er eine Disruptor-Pistole zieht und ein Mitglied des Reparaturteams verdampft. Oh. Captain Batru Masaku befiehlt dem Transporterchef der USS James Cook, den Rest der Reparaturmannschaft zurück an Bord zu beamen. Als das technische Team erfolgreich zurückgebeamt wird, verhindert ein hastig konfiguriertes Dämpfungsfeld, das von den Packlet eingerichtet wurde, die Rückkehr des Kapitäns. Verdammt. Der Packlet-Kapitän sendet eine Warnung an die USS James Cook. Der Kapitän muss die Reparatur in seinem Schiff alleine abschließen, was oder wird getötet. Das ist eine Desaster. Ja, Leute, das ist eine Desaster. Technology discovered. Oh. Okay, wer bist du, mein Freund? Hä? Bist du James Archer? Premierministerin Daniela Reviros, mein Name ist Jonathan Archer und ich habe ein Team geleitet, das sich mit der Erforschung fortschrittlicher Antriebstechnologien beschäftigt. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen wesentlichen Durchbruch erzielt haben, der uns eine Reihe von potenziellen Anwendungen bietet. Bitte teilen Sie uns mit, welche der folgenden Möglichkeiten wir entwickeln sollen. Okay. Hochenergie-Pulsantrieb, Antriebe, Niedrigtemperaturtriebwerke,
Was ist mehr Info? Na klar, Premierministerin, wie Sie wissen, haben wir in letzter Zeit mehrere Durchbrüche in der Antriebstheorie und Konstruktion erlebt. Leute, es ist so heiß. Es ist so heiß. Boah. Darunter Manövriertriebwerke und Überlichtantrieb. Wir müssen nun eine Entscheidung zwischen zwei Technologiepfaden treffen. Hochenergetische Impulsantriebe. Mit der Wahl dieser Spezialisierung beauftragen wir unsere Wissenschaftler, ihre Energien auf die Entwicklung von Triebwerken und Motoren zu konzentrieren, die ein Maximum an Beschleunigung erzeugen, und zwar auf Kosten von allem anderen. Das Ergebnis sind einige der schnellsten Schiffe der Flotte. Ihre Schiffe könnten den Abstand zum Feind recht schnell verringern. Allerdings werden sie nicht so wendig sein. Oder? Niedrigtemperaturtriebwerke auf Kosten der Geschwindigkeit zugunsten einer geringeren Emissionssignatur und eines geringeren Energieverbrauchs ermöglicht diese Art von Triebwerken den Schiffen eine angemessene Geschwindigkeit, während sie gleichzeitig in der Lage sind, den Sensoren des Gegners auszuweichen. Schiffe, die mit diesen Triebwerken ausgestattet sind, sind zwar teurer und langsamer, haben aber aufgrund ihrer geringeren Energiesignatur eine etwas höhere Ausweichmöglichkeit. Ja, Leute, wir machen hochenergetische Impulsantriebe, keine Technology Ahnung. Discovered. Machen wir einfach. Das bestimme ich jetzt mal und dann immer rein dort. Immer rein, immer. Immer rein, Gas geben. Oh Mann. Alles gut, so, okay. Ja, das haben wir. Neue Spezialisierung, Triebwerk der nächsten Stufe. Jetzt können wir gucken, was wir hier machen. Die Duraniumschmiede. Haben wir uns schon mal angeschaut, ja. Oder diese Tarnkappenhülle. Ich bin kein Tarnkappenhüllenmensch. Ich bin eher einer, wo es darauf ankommen lässt. Wir machen die Tritaniumhülle. Finde ich besser. So, Orion hat die Rigelaner. Gut, die sind halt überwältigend, da können wir gar nichts machen. Und unsere Flotte hier ist vollständig verbessert worden. Wir haben mit der leichten Pulsphasenkanone, sehr gut. Sehr gut. Und da, Typ 3, gravimetrischer Verteiler-Warp-Antrieb. Ja, wow, 4,2. Warp-Speed 4,2, ja, sehr gut, oder? Richtig gut. Okay. Gut. Sternbasis, da ist in Ordnung. Die Babel-Konferenz. Warum verlieren wir schon wieder Konföderationserfahrung? Oder Föderationserfahrung? Wir haben zwei da drin. Leute, wir haben zwei da drin. Und das sind die einzigen beiden, die da drin sind. Die ich doch mal gern haben, Leute. Schon wieder typisch. Ja, gut. Okay, das Herz eines Captains. Der Captain ist gezwungen, die Reparaturen am Packelschiff alleine fortzusetzen. Angesichts des prekären Zustands des Warpkerns des Schiffs könnte sich eine direkte Aktion als katastrophal erweisen und das Schiff zusammen mit dem Kapitän zerstören. Austricksen? Oder einschüchtern? Also die Packlets sind, glaube ich, dumm. Oder? Ich glaube, einschüchtern? Nicht so gut, aber austricksen, dass sie es nicht merken. Du, Packlet, bist nicht dumm. Initiating communications. Der erste Offizier zum Packlet-Captain auf dem Bildschirm der USS James Cook. Der Packlet-Kapitän hält einen Moment inne. Nein, nein, wir sind nicht dumm, er antwortet. Antwortet er, Leute, ey. Du hast überlegt und uns besiegt. Sie haben unseren Kapitän. Wir respektieren ihre Stärke und List. Ja, wir sind stark. Und listig. Der Packlet stimmt zu. Nun denn, wir geben dir unser gesamtes Dilithium und den Inhalt unserer Datenbanken im Austausch für unseren Captain. Senken Sie Ihre Schilde und wir werden sie zu Ihnen beamen. Das Packelschiff senkt seine Schilde und kurz darauf ist Captain Badru Masaku sicher an Bord der USS James Cook. Ohne die Absicht, das Lösegeld zu zahlen, verlässt der USS James Cook das Gebiet. Das hätte auch besser ausgehen können. Ja. Hätte aber auch schlechter ausgehen können. Leute, ja, die Bolianer, hört zu, es ist alles in Ordnung, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, nein, nein, wir brauchen einfach ein bisschen Einfluss, wir können nicht den ganzen Einfluss hier raus. Und so, jetzt haben wir es aber geschafft, Badru Masaku erforscht weiter. Okay, was ist los? Föderationsassoziationsangebot? Okay. Aha.
von der Föderation Mutual Assistance Assembly, Assoziationsstatus, die Amborianer und die Andorianer und die Saurianer. Mhm. Betaset und Orion. Mhm. Orion und Betaset. Technology discovered. Ah, Leute. Ah, okay. Der kommt jetzt gleich an, ich schätze mal. Wir werden hier die Sternbasis gleich bauen. So, was haben wir erforscht? Die regionale Hauptstadt, sehr gut. Die regionale Hauptstadt, das klingt sehr gut auf jeden Fall. Ja. Was? Zentrum für Bodenanreicherung produziert dreimal diese Gase. Was sind das? Prize-Nitrat. Okay. Orbitales Krankenhaus. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner plus 10%. Echt jetzt? Da machen wir. Da machen wir das, hallo? Okay. Können sich hier alle frei bewegen. Forschungsabkommen ist auch in Ordnung. Erst Kontakt, okay. Ja, alles uninteressant. Wir arbeiten am Kontakt. Ist in Ordnung, wir arbeiten am Kontakt. Passt. Wir arbeiten am Kontakt. Hier die USS Volga, da sind wir schon. Ja gut, ich geht's halt hier in der Ecke, dass wir da gleich vorbereitet sind. Construction. Wenn so ein Gauner hier kommt oder wenn irgendwas passiert. Das ist wichtig. Okay, Volianer und Romulaner. Gut. USS Danube hat den Bau der Bergbaustation abgeschlossen. Ja, das ist auch alles gar nicht so schlecht. Ja. Können hier nächste Bergbaustation bauen und danach hier, okay. Special Project complete. Machen wir. So. Heben der Überreste von fremden Schiff erfolgreich, indem wir den Schwerkraftbrunnen zuerst genau scannten und dann einige unserer Shuttles und ihre Triebwerke stark modifizierten, gelang es uns, in den Brunnen einzudringen und die Überreste der fremden Schiffe zu bergen. Sowohl die gewonnenen Materialien als auch das Wissen über das Design der außerirdischen Schiffe sollten unseren zukünftigen Bemühungen zugutekommen. Zusätzliche Materialien fürs Imperium? Oh, geil. Ingenieursforschung 93 ist ein bisschen arg wenig, aber sehr gut. Das ist die Lithium. Wir haben die Lithium ordentlich bekommen und Legierungen. Sauber. Sauber, finde ich gut. Ruckelt dann hin und wieder doch ganz gut. Das Bassin Rift. Würde mich auch mal interessieren, was hier so los ist. Bassin Rift. Nun gut. Children of Onlys. Onlys getroffen? Okay. Wir haben auf Miri im 70 Ophiuchi System die Gegenwart einer fremden Prä-Ära-Raumfahrtzivilisation entdeckt. Es gibt Anzeichen dafür, die kennen wir doch aus dem Star Trek Film, oder? Es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich die Atomkraft nutzbar gemacht haben und in ihren vielen uneinigen Nationalstaaten könnte es zahlreiche Atomwaffen geben. Die Wahrscheinlichkeit eines selbst zugefügten Aussterbeereignisses ist groß. Wir sollten den Bau eines Beobachtungsposten über die Welt in Betracht ziehen. Das sollten wir. Ja, das sollten. Oh, das sollten wir wirklich. Okay, erst Kontakt mit der Altarian Confederacy. Ich komme mit Grüßen von Sekretärin Put Skorak, dem unumstrittenen Herrscher von Altarian Confederacy. Respektiert unsere Grenzen, ja. Weil wir sind immer gut drauf. Wir respektieren eure Grenzen insofern, als dass wir euch halt dann übernehmen werden. Sobald wir können, wird das hier zu unserem Imperium. Construction complete. Insofern werden wir das schon respektieren. Ha, ha, ha. Okay. Schwer fassbare Fremde. Oh, die Saiyan Aliens. Hier drüben sind sie. Ja, die sind jetzt doch ein Stück weit weg, aber jetzt auch nicht so weit weg. Pass ein bisschen. Da müssen wir aufpassen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Die Siegesbedingung. 4000, wir sind bei 2927. Hängen wir irgendwie fest? Keine Ahnung. Ist auch nicht so genau. USS Armstrong. Auf jeden Fall hier.
Willst du Armstrong hier mal ein bisschen erforschen? Aber noch einen, der nichts tut? Nee, der Rest geht eigentlich. Ja, und dann. Wir kaufen mal. Bisschen. Im großen Stil quasi. Kaufen wir eine Anomaly Reihe. detected. Wir haben ja das Geld momentan. So. James Cook hat in Epsilon Indi eine Anomalie entdeckt. Von der Oberfläche dieses Mondes empfangen wir ein schwaches Signal, dessen Quelle eine Art Ortungsstation zu sein scheint. Vorerst sein lassen, bitte. Das Quarrelsystem, da bauen wir. Es ist passiert eine ganze Menge. Leute. So, wo ist unser. Unsere gute USS Enterprise. Noch ganz gut aus. Und wir haben auch noch ein paar Tage übrig. Müssen wir eigentlich im Normalfall locker schaffen. Das Kontaktereignis hergestellt. Jawohl. Mit der Chironit-Nation. 85 An Einfluss. alien empire is making Ja, genau. contact. Das sind die Jungs da hinten. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Materialistisch, xenophob, autoritär passt uns alles nicht. Ihr müsst eure alte Lebensart aufgeben. Sagen wir knallhart. Damit können wir nicht viel anfangen. Mit den Chironit, aber die Construction sind im Fett. complete. Tatsächlich empfänglich. Ja, jetzt frage ich mich, ob wir vielleicht sagen, dass wir hier ein Spionagenetz aufbauen. Machen wir mal. Leute, machen wir. Dann brauchen wir hier noch, bis wir da was haben. Vorlage kann verbessert werden. Evading hostiles. Oh. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Haben wir da jetzt ein Technology Problem? discovered. Haben wir da ein Problem? Construction complete. Das wäre blöd. Wir erforschen jetzt mal Epsilon Indi und dann gucken wir mal weiter, dass man vielleicht darunter geht, dass wir gar nicht nach Beta Hydri müssen. Ja. Und die Chironit. Haben eine Botschaft aufgestellt. Ist in Ordnung. Sehen wir, wie die aussehen. Wirklich. Wirklich. 7000 ist, glaube ich, ja, jetzt nicht schon stark, aber ich glaube, wir haben da Möglichkeiten. Wir könnten schon auch stark sein. USS Chaffee. Ja. Erkundet das System auch mit. Die Verkehrsregelung finde ich ganz cool, ja. Dass man eben 50% schneller im eigenen Gebiet fliegen kann. Finde ich richtig geil. Wir machen das Weltraumfusionstorpedo. Wir müssen mal gucken, Richtung Kampf langsam gehen. Schauen, wie wir das machen. Drei Schiffe haben wir hier. Survey complete. Charles Tripp. Tucker, der Dritte. Okay. Alter, ihr System. Haben wir uns gesnappt? Na dann. Bauen wir gleich mal hierher und dann holen wir uns Ophiuchi und das ist richtig geil. Mit dem Deuterium, was wir da haben. Na, und hier kommen, schaut mal, da kommen richtig viele Forschungsschiffe. Eieiei. Ja, die Zevran-Klasse. Ja, alles hier, nicht Romulaner, wie heißen sie? Alles Vulkanier, Leute. Ja, ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Vulkan.
Construction complete. Das zweite Leben, okay. Es hat den Anschein, dass die fremdartige Sonde über Barnard Star 3 durch das Abtasten mit den Schiffssensoren aktiviert wurde. Ein rapider Anstieg von nukleonischen Partikeln wird gemessen. Kurz bevor ein nuklearer Strahl die Hülle von durchdringt, okay. Der Strahl trifft direkt auf Captain Miranda Wayland. Was? Nach einem kurzen Schwindelanfall fällt sie bewusstlos zu Boden. Der erste Offizier ordnet roten Alarm an, während ein medizinisches Team auf die Brücke stürmt. Der erste medizinische Offizier erkennt schnell, dass sich der Captain in einem tiefen REM-Schlafzyklus befindet, nur um einige Größenordnungen beschleunigt. Oh Gott. Barnard Star 3. Ja, Schilde hoch, Leute. Der leitende medizinische Offizier argumentiert, dass das Trennen des Strahls Captain Miranda Wayland gefährden kann und weist darauf hin, dass eine allmähliche Verringerung der Intensität bessere Ergebnisse liefern könnte, ihn wieder zu beleben. Der taktische Offizier kontert, dass die USS Armstrong angegriffen wird und dass andere Offiziere jederzeit außer Gefecht gesetzt werden könnten, wenn der Strahl fortgesetzt wird. Taktisch ist richtig. Nein, wir fliegen zurück. Die USS Armstrong entfernt sich von der Sonde, aber selbst bei vollem Impuls gelingt es der Sonde, eine stabile Position zu halten und gleichzeitig den Nukleonenstrahl auf Captain Miranda Wayland aufrechtzuerhalten. Leute, wir halten die Position. Wir halten die Position und gucken mal. Moment. So, Forschung abgeschlossen. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus ein Drittel, okay. Und das Stellar-Kartografie-Labor ist fertig. Gut. Sehr gut. Forschung. Können wir machen. Die Spionageabwehr. Grundlegende Spionageabwehr. Hm? Ist nicht blöd. Leute, ist nicht blöd. Und die integrierten Labore ist natürlich gut, gell? Die produzieren Forschung. Physikforschung, damit hätten wir, das ist halt das geile Konzept hier bei dem Spiel, ja, hätten wir halt Stationen, die an Bord des Raumschiffs dann Wissenschaft generieren. Wie geil ist das denn? Machen wir auch. Finde ich einfach mega gut. So. Mehrere Minuten vergehen, während Captain Miranda Wayland in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein scheint. Die Besatzung ist beunruhigt darüber, dass ein fremdartiger Einfluss die Lähmung vom Captain verursacht hat. Wobei der taktische Offizier erneut vorschlägt, dass die Waffen abgefeuert werden, um die Sonde zu deaktivieren. Der medizinische Offizier besteht darauf, dass der Captain ansonsten unversehrt erscheint. Und dass es klug sein könnte, den Strahl an Ort und Stelle zu halten, bis er von selbst beendet wird. Beobachtet den Captain weiterhin, Leute. Anomaly detected. Jetzt, Moment. Wir gucken uns unsere Sternbasen danach noch an. Nach einigen weiteren Minuten schaltet die Sonde ihren Nukleonstrahl ab. Captain Miranda Wayland. Dazu. Kommt langsam zu sich, umgeben von medizinischem Personal. Der Captain schaut sich um, als würde er die Brücke zum ersten Mal sehen und rezitiert die Namen der Besatzungsmitglieder, als wären sie entfernte Erinnerungen. Die Besatzung erklärt ihr, was passiert ist, und sie ist verblüfft, dass sie weniger als eine halbe Stunde geschlafen hat. Captain Miranda Wayland erklärt, dass sie ein ganzes Leben voller Erinnerungen durchlebt hat, die in einem scheinbar simulierten Leben auf einem längst toten Planeten gelebt wurden. Der Captain ordnet an, dass die Sonde mit dem Greifer festgehalten und zur weiteren Untersuchung in den Frachtraum gebracht wird. Die Untersuchung der Sonde findet eine uralte Flöte, die für Miranda Wayland eine besondere Bedeutung zu haben scheint. Geil. Das, ja, überlegt euch mal das Konzept einfach, ja. Du liegst da und dann hast du in deinem Traum eine halbe Stunde da gelegen. Und für dich war es ein ganzes Leben, was du durchlebt hast. Wie krass. Oder? Diese Vorstellung einfach. Ein bisschen wie Inception, wo die Schläfer sind, ja? Und dann macht man den Traum im Traum. Und in diesem Traum den Traum. Und jedes Mal wird die Zeitebene verlangsamt. Ja? Ich finde das so heftig, die Vorstellung einfach. Richtig, richtig gut. Und das ist mega. Voll geil. Hör zu. Sie hat die Eigenschaft zweites Leben. Erfahrungszuwachs plus 75%. Okay. Relikt gefunden. Resikanische Flöte. Was ist resikanische Flöte?
Wenn es Relikt jetzt aktivieren können. Wie kann das denn? Okay. Was? Es gehört zur Kollektion. Was für Kollektion? Wir haben Relikte gefunden, da gibt es eine Kollektion. Das hat ein bisschen was, ja. Von Anno 1800, da kannst du ja auch alle möglichen Teile sammeln. Und das macht es halt eben auch so geil, Anno 1800, finde ich. Dann so Reisen eben zu machen, Expeditionen. Und da dann einen Löwen mitzubringen oder so, den man dann im Zoo ausstellen kann. Oder im botanischen Garten irgendwelche Blumen. Hammer. Also Anno 1800 macht so viel richtig. Geiles Spiel, mega geiles Spiel. Ja, Leute, und jetzt klicken, um das Relikt für Triumph zu spielen, okay. Das letzte Überbleibsel der resikianischen Zivilisation, die eine Sonde mit den Erfahrungen eines ganzen Lebens als Erinnerung in die Welt prägt, ja. Hier. Die in der resikianischen Sonde gefundene Flöte veränderte das Leben des Besatzungsmitglieds, das sie fand, und ein zweites Leben in greifbarer Nähe erlebte. Es ist ein Zeichen der Erinnerung an ein Volk, das schon lange fort ist. Dieses Relikt ist auch ein Tribut an Peter Allen Fields, der die Episode mitgeschrieben hat, und als Dankeschön für die Schaffung einer so wunderbaren Episode. Klingt ja richtig spannend. Ja, jetzt mal gucken. Ja, es hat auf jeden Fall 30 Einigkeit gebracht und das ist schon mal gut. Okay, Leute. Und was ist jetzt mit der Vereinigten Föderation der Planeten? Klingt ja gut. Unsere interstellare Allianz hat nun endlich in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Die Erde ist nicht länger ein isolierter, abgelegener Planet auf der galaktischen Ebene, sondern eine zentrale Komponente einer mächtigen Ansammlung gemeinsamer Werte und Interessen. Diese Koalition von Planeten beschützt uns. Jedoch gibt es noch viele, die sich weitere Integration wünschen, um uns noch besser vor unseren feindlichen Nachbarn zu schützen. Politiker auf allen vier Welten. Auf allen vier Welten. Nur gut, auf allen vier Welten. Haben signalisiert, dass sie diesen Prozess starten wollen. Wir brauchen nur noch einen Anführer, der den ersten Schritt macht. Einheit ist im Interesse der Erde. Jetzt nicht. Einheit ist im Interesse der Erde. Oh ja, Leute. Das ist so. Und stopp. Das war's für diese Folge. Wir haben hier richtig Schönes erlebt und ich finde, dass man diese Folgen ein bisschen nacherlebt. Ich habe sie jetzt echt nicht gesehen. Ich muss mir das angucken. Aber dass diese Reminiszenzen, ja, vorkommen, mega, 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 mega gut, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Look ganz guck, man kann da upgraden. Wir brauchen. Hallo. 20. Wir haben 19. Noch eine Bevölkerung. Und dann, und die wird bald in 4 Monaten. Oh, und dann können wir hier unsere erste große Stadt bauen. Ja, unsere regionale Hauptstadt. Geil. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.